Du möchtest den Gründungszuschuss bei der Agentur für Arbeit beantragen und überlegst, wie du den Erfolg, die Wahrscheinlichkeit der Bewilligung maximieren kannst? Nun, da bist du heute hier richtig zum Thema, warum Gründungszuschuss in der Regel nur aus Mitleid bewilligt wird. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des SEEX Group Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr rufen Hunderte von Menschen bei uns an und sitzen dann bei uns in Konferenzen oder in den Beratungsräumen und wollen Gründungszuschuss beantragen. Und häufig erzählen sie uns schon die ersten Geschichten vom Misserfolg. Von dem Misserfolg, dass der Sachbearbeiter gesagt hat, dass sie kein Interesse haben, keine Motivation haben, den Gründungszuschuss zu bewilligen. Das heißt, wir gucken uns heute ein wenig mehr die Welt eines Sachbearbeiters an, was ihn motiviert, was ihn antreibt und welche ermessenslenkende Weisungen ihn umgeben, nach denen er handeln und auch entscheiden muss. Nun, die große Herausforderung ist, dass der angestellte Sachbearbeiter in der Regel keine Erfahrung hat vom Thema Selbstständigkeit oder gar Unternehmertum. Das sind für ihn böhmische Dörfer und er lebt in einer Welt, die meistens eher auf Vertrauen beruht und nicht auf Leistungsorientierung, auf Competition, auf Wettbewerbsorientierung. In seinem Leben ist sowohl privat als auch intern von den ermessenslenkenden Weisungen eine ganz klare Priorisierung der Angestellten-Tätigkeit gegeben. Und folglich muss er auch von den intern ermessenslenkenden Weisungen zuerst prüfen, ob du in den ersten Arbeitsmarkt vermittelbar bist. Wenn du dich einfach mal mit der Struktur der Bundesagentur für Arbeit, dem Arbeitsamt auseinandersetzt, dann wirst du feststellen, dass nicht nur der Sachbearbeiter abhängig beschäftigt ist, sondern auch der Teamleiter, der Bereichsleiter und selbst der Geschäftsführer deiner Agentur ist abhängig beschäftigt. Und darüber ist die Bundesagentur für Arbeit. Da sitzen auch nur abhängig Beschäftigte und die wiederum kriegen einen politischen Willen oktroyiert, vorgegeben durch die Bundesregierung, wo auch in der Regel abhängig Beschäftigte sitzen. Das heißt, der gesamte politische Wille, die gesamte Welt in der Agentur für Arbeit ist geprägt von Menschen, die abhängig beschäftigt sind und die in der Regel auch meistens Persönlichkeiten sind, die eher ausgerichtet sind auf Vertrauen statt auf Wettbewerb. Sie haben also insgesamt wenig Interesse daran, dich zu fördern und die internen ermessenslenkenden Weisungen, die geben das sogar vor, dass Priorität Nummer 1 es ist, dich zurückzuführen in eine Abhängigkeit. Als abhängig Beschäftigter. Unabhängige Menschen haben in diesem Staat zurzeit noch sekundäre Priorität. Es ist noch nicht gewollt, dass du dich selbstständig machst. Und das Wichtigste, was ich in meiner ersten Berufsausbildung gelernt habe, ist, dass wenn ich im feindlichen Hinterland abgesetzt werde, dass 50%, also die Hälfte des Erfolgs, die Aufklärung ausmacht. Und diese Information, die ich dir heute gegeben habe, die kannst du nun auswerten für deine Strategie, die ich dir nun zeigen werde. Nun, der erste Schritt ist, dass du dich so früh wie möglich arbeitslos melden musst, denn sonst kriegst du außer der Sperrzeit, wenn du selbst gekündigt hast, was schon die erste Bestrafung übrigens ist, die ich politisch für bedenklich halte, noch die zweite Bestrafung dran sich mündet, nämlich, dass du wegen zu später Meldung deiner Arbeitslosigkeit noch eine Woche zusätzlich Sperrzeit bekommst. Der nächste Schritt ist nun, dass dein Sachbearbeiter dich zu einem Interview einlädt. Egal, ob du schon ALG 1 hast oder davor, mit der Kenntnis deiner Kündigung. Und jetzt achte bitte darauf, dass du diese Welt verstehend so wenig wie möglich erzählst von deinen Ideen, von deinen Träumen. Das Schlimmste ist, was du machen kannst, dass du dem Sachbearbeiter mitteilst, dass du aus Vorsatz unabhängig werden willst, dass du aus Vorsatz gekündigt hast, dass für dich gar keine andere Alternative es mehr ist, als dich selbstständig zu machen oder dass du vielleicht schon begonnen hast. Deshalb meine Empfehlung ist, rede nichts, sondern frage viel. Gib nichts bekannt von deinen Zielen, deinen Träumen, denn du hast jemand vor dir zu sitzen, der das nicht erkennt. So wie die Indianer damals, als Kolumbus gelandet ist mit seinen Schiffen, die Frage gestellt bekommen hat von Indianern, wie seid ihr hierher gekommen? Und Kolumbus sagte, na mit den Schiffen. Und die Indianer sagten, welche Schiffe? Und sie erkannten die drei Schiffe dort draußen nicht, weil sie nicht wussten, was Schiffe ist. Der Selbstständige wird von dem Sachbearbeiter nicht verstanden. Es ist vielmehr wichtig, an dieser Stelle bei der Agentur für Arbeit über deine Situation zu reden, wie schwierig es für dich ist, dass du jetzt gekündigt worden bist, dass du deinen Arbeitsplatz verloren hast, dass du eine unsichere Zukunft vor dir hast, dass du nicht genau weißt, was du machen sollst und dass du dich freust und dass du um Hilfe bittest vom Sachbearbeiter, welche Möglichkeiten es gibt. Und dann ist für dich Sendepause. In der Regel hast du jetzt deine 12 oder 15 oder 18 Monate Zeit abzüglich der 150 Tage Rest
vom Ablaufende deiner ALG 1 Bewilligungszeit, um dich selbstständig zu machen. Nur ist es so, dass der Sachbearbeiter aufgrund seines systemischen Kontextes und aufgrund der Ermessensleistung dich nicht fördern darf. Das heißt, deine Aufgabe gilt es nun, den Schritt 2 zu gehen. Der Schritt 2 ist, dass du dem Sachbearbeiter beweist, dass dich keiner haben will. Nun, das lässt sich relativ einfach abbilden. Das erste ist, dass du dich vorbereitest, dich also kooperationswillig zeigst mit dem Sachbearbeiter und deine Bewerbungsunterlagen fertig machst und dich tatsächlich auch bewirbst. Und nun, das ist deine Aufgabe, die Ablehnung, die du bekommst, auch schriftlich zu bekommen, diese zu sammeln und die besser noch dem Sachbearbeiter vorzulegen, bevor er danach fragt. Deine Aufgabe, so traurig es auch klingt, ist es, dem Sachbearbeiter in seiner Welt zu zeigen, dass dich keiner haben will. Ihm zu beweisen, dass du draußen dich beworben hast, aber dass du in der Regel Ablehnung bekommst, sei es aus Überqualifizierung oder anderen Gründen. Und das gilt es so oder so zu machen, selbst wenn du auf diesen Ausnahmesachbearbeiter kommen solltest, der dich fördern will. Ja, diese Sachbearbeiter soll es auch geben, sie sind aber selten gesehen. Aber auch dieser proaktive, dieser fördernde Sachbearbeiter braucht gegenüber seinem Vorgesetzten, dem Teamleiter oder anderen Prüfungskommissionen aus seinem oberen Dienstverhältnis, braucht er Nachweise, dass du es versucht hast, dich zu bewerben. Denn erst dann kommt Step Nummer 2, die Förderung durch Gründungszuschuss. Das bedeutet, dass das Ziel, die Strategie in der Kommunikation mit der Bundesagentur für Arbeit ist, die Beweisführung anzutreten, dass du ein doppeltes, ein zweifaches Opfer bist. Das erste ist, dass du ein Opfer bist, dass dein Arbeitgeber dich nicht mehr an der Arbeit haben will, dass du also gekündigt worden bist. Ansonsten kriegst du die Sperrzeit. Das zweite Opfer ist, dass du versuchst, dich auf dem Arbeitsmarkt wieder zu bewerben, aber es will dich keiner haben. Mit diesem doppelten Opferstatus steigt die Wahrscheinlichkeit der Bewilligung von Gründungszuschuss auf nahezu 100%. Zusammengefasst also, bitte kneif dir deine Visionen und Träume, die du als Unternehmer so dringend brauchst. Teile die mit den Menschen, die sich auf den gleichen Weg machen in die Unabhängigkeit wie du. In diesem speziellen Kontext System Arbeitsamt gelten andere Werte, andere Regeln. Ich spreche aus Erfahrung. Ich habe selbst in 3 Behörden gearbeitet und dort leider auch das Fürchten dieses Systems kennengelernt. Es hat sicherlich seine Berechtigung, dass diese Menschen ihre Arbeit tun. Aber erwarte nicht, dass die dich in einer Welt da draußen motivieren zu gehen und fördern, unterstützen, die für sie nur ein Konglomerat aus Unberechenbarkeit, Gefahren und Unsicherheiten darstellen und immer die schlechtere Alternative ist als zu einer abhängigen Beschäftigung. Wenn du das geschafft hast, dann gibt es noch 2 weitere Dinge, die du tun kannst. Das erste ist, du stellst den Antrag auf einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein. Das heißt, in deiner unendlichen Not als doppeltes Opfer hat tatsächlich nach § 45 SGB III die Agentur für Arbeit ein Instrument, um dich zu fördern durch Vorgründungsberatung in deine Selbstständigkeit. Normalerweise wurde ursprünglich dieses Tool genutzt, um dich besser zu qualifizieren für deine Bewerbungsmaßnahmen. Aber der Sachbearbeiter kann nun, wenn du das doppelte Opfer bist, auch dir einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein ausstellen und dann kriegst du bis zu 80 Vorgründungsberatungsstunden voll finanziert, das heißt, du hast keine eigenen Kosten. Und wenn du jetzt diesen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein hast, dann fragst du als nächstes nach dem Gründungszuschussantrag und das sollte sein, bevor die Frist der 150 Tage abgelaufen ist. Und so kannst du mit diesem Antrag und diesem Gutschein dann deinen Finanzplan, deinen Businessplan-Text und die fachkundige Stellungnahme alles bequem in Ruhe fertig machen. Du hast genügend Zeit, dich vorzubereiten, um dann hier zum Gründungszeitpunkt, also vor Ablauf der 150 Tage, dein Gewerbe, deine Freiberuflichkeit im Vollerwerb anzumelden und dann die Unterlagen einzureichen. Zusammengefasst ist letztendlich Mitleid in deiner Opfersituation einer der Hauptgründe, weshalb deine Sachbearbeiter dich auch fördern. Erst dann, wenn nichts anderes mehr zu machen ist. Das ist auch der Grund, weshalb die Förderbewilligungsquote bei unseren Klienten höher als 90% ist. Und deshalb lade ich auch dich ein, jetzt Gebrauch zu machen von unserem kostenfreien Erstgespräch. Du findest hier einen Gutschein zum Runterladen. Gerne aber auch kannst du jetzt unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein.
Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.